Mein Name ist Clemens, ich bin 15 Jahre alt und ich mache mein Auslandsjahr mit Kulturwelten in Kanada. Wie bereitet man sich auf einen Austausch nach Kanada vor? Und welche 5 Dinge solltest du auf keinen Fall vergessen mitzunehmen? Bleib dabei, denn unser Teilnehmer Clemens zeigt dir, was er für wichtige Sachen eingepackt hat und erzählt dir vom Flug sowie seinen ersten Tagen. Bis gleich! Fangen wir an. Kommen wir zur Vorbereitung. Für die Vorbereitung habe ich sehr viel mit Kulturwelten kommuniziert. Das heißt, sie haben mit mir oft telefoniert, mir erklärt, was ich machen muss, wie ich mein Visum beantrage und so weiter. Das heißt, sie haben mich sehr viel unterstützt, haben mir immer jeden Tag die Dokumente zugeschickt. Das heißt, jeden Tag, sie haben mir immer die Dokumente zugeschickt und haben mir dann gesagt, was ich zu unterschreiben habe, was ich machen muss. Sie haben sogar Zoom-Meetings mit mir gehabt, um mich nochmal speziell darauf vorzubereiten, wie es dann bei der Anreise funktionieren wird. Kommen wir nun zur Anreise. Die Anreise lief eigentlich ganz okay. Wir sind frühzeitig am Frankfurter Flughafen gewesen, haben dort die anderen getroffen, die mit uns geflogen sind, und es lief alles einwandfrei ab. Außer am kanadischen Vancouver Flughafen, dort haben wir das Study Permit, also das Visum, haben wir erst relativ spät bekommen. Da sollte man auf jeden Fall mehr Zeit einplanen. Das war das einzige Problem, sonst gab es eigentlich wirklich keine Probleme. Also das einzige Problem war die Immigration, das heißt, dort braucht man relativ lange, wir saßen da so circa 3 bis 4 Stunden. Als nächstes sind wir dann nach Nanaimo geflogen und es lief dort alles einwandfrei ab. Jetzt werde ich euch noch 5 Dinge vorstellen, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Als erstes würde ich euch etwas empfehlen, nämlich eine Mappe mit allen Dokumenten, die ihr braucht. Das heißt, Pass, Visum, alles muss hier drin sein, damit ihr auf jeden Fall nichts vergesst. Ihr solltet auch noch immer eine Kopie von dieser Mappe in eure Tasche tun, also in euren Koffer, damit ihr auf jeden Fall immer ein Dokument zur Hand habt, damit ihr auf jeden Fall nichts verliert. Ja, das ist das Erste. Als Zweites würde ich sagen, ihr solltet auf jeden Fall eine Powerbank mitnehmen. Falls euer Handy leer wird und ihr vielleicht irgendwelche wichtigen Dokumente darauf gespeichert habt, ist das wirklich wichtig und es kann euch sogar den Arsch retten. In diesem Fall würde ich das hier auf jeden Fall empfehlen. Sie sollte ca. so 2 Handyladungen durchhalten, das heißt 2-mal ein Handy aufladen können, und dann kommt ihr auch sehr schnell durch die Immigration, wenn ihr alles habt. Als Nächstes würde ich dann euch noch so einen Mehrfachstecker empfehlen, also so einen Adapter mit kanadischen Steckern und so weiter, mit allen Steckern drum und dran. Dieser hilft auf jeden Fall, damit man Sachen anschließen kann. Der ist wirklich wichtig. Man sollte nicht vergessen, dass man nicht die gleichen Stecker wie in Kanada oder Amerika hat. Deswegen sollte man sowas auf jeden Fall mitnehmen, damit man seine Handys, seinen Laptop, keine Ahnung, seine ganzen elektrischen Geräte anschließen kann. Mehrere auch davon wären sehr empfehlenswert. Ich habe leider nur einen mitgenommen. Als Nächstes würde ich euch noch Noise Cancelling Kopfhörer empfehlen, das heißt schalldämpfende Kopfhörer, das heißt, man hört den Schall nicht so im Flugzeug. Das ist sehr gut fürs Flugzeug, damit man sich beruhigen kann, schlafen kann und so weiter. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, falls der Flug mehr als 7 oder 8 Stunden geht. Da solltet ihr auf jeden Fall einmal Noise Cancelling Kopfhörer mitnehmen. Ebenfalls, die funktionieren auch als Kopfhörer und sind besser als Flugzeugkopfhörer, deswegen ist das auch schon mal nochmal gut. Ja. Jetzt erzähle ich euch noch von meinen ersten paar Tagen in Kanada. Und zwar habe ich in den ersten 2 Tagen oder ersten 3 Tagen wurde ich von meiner Gastfamilie um ca. 18 Uhr vom Flughafen abgeholt. Die haben mich dann in mein Zimmer gebracht und da durfte ich jetzt erstmal nicht raus, weil ich ja 14 Tage in Quarantäne muss. Und deswegen haben die mir gesagt, wie mein Zimmer aussieht, was ich hier zu machen habe, meine Aufgaben halt. Ich muss mein eigenes Bad sauber machen und so weiter. Sie haben mir aber auch alles bereitgelegt, so Snacks, etwas zu trinken, Waschzeug als Handdesinfektionsmittel und so weiter. Es wird für alles gesorgt. Die sorgen sich auf jeden Fall um eure Gesundheit und versuchen euch das hier so gut wie möglich zu machen. Also mir wurden jetzt zum Beispiel jeden Tag 3 Mahlzeiten gebracht und die werden auch immer hochgebracht. Und dann kann man halt immer was essen. Man hat immer was zu essen. Die haben dir auch Schokolade, alles drum und dran gestellt. Haben wir dein Interesse an einem Austausch in Kanada geweckt? Du möchtest deine eigenen Erfahrungen machen? Dann melde dich gerne telefonisch unter der jetzt eingeblendeten Nummer
und schau dir für weitere tolle Infos und Neuigkeiten unser Video Flug nach Kanada, Schüleraustausch Kanada sowie unseren Instagram-Kanal an. Wir freuen uns schon auf dich, dein Team von Kulturwerke Deutschland.